Der war gemuckt, aber deutlich. Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Corner in Butzbach kann ich euch hier eine Armscore M1911 A1 Tactical im Kaliber 9mm Luger präsentieren. Es handelt sich hierbei um eine Kompaktversion der 1911er Plattform für die Disziplin PP4 als Beispiel. Mit im Lieferumfang enthalten die entsprechenden Bedienungsanleitungen. Ein paar leer geschossene Hülsen, das habe ich auch noch nicht gesehen, und zwei 7-Schuss-Magazine. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um eine 1911er Plattform in der Kompaktversion, die ein sehr, sehr hohes Eigengewicht hat. Das muss man ganz ehrlich sagen, die ist wirklich sackschwer. Ich will mal diese Waffe hier tatsächlich mal wiegen. Ich denke, das könnte hier den einen oder anderen vielleicht schon interessieren. So, wir haben hier meine absolut ungeeichte Waage. Also wir wiegen hier 1036,1 Gramm. Und das für eine Kompaktpistole. Das wundert mich auch nicht weiter, denn wenn ich gucke, wir haben hier einen Bull Barrel. Wir sind ohne Bushing vorne. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen richtig, richtig fetten Lauf da drin. Durch dieses hohe Eigengewicht ist natürlich auch der Rückstoß entsprechend gering. Ich durfte diese Waffe heute schießen und muss sagen, ich bin ziemlich angetan von diesem Teil. Sie hat zwar einen leichten Rechtsdrang, aber sie schießt sich unwahrscheinlich weich. Wir haben einen Commander-Style skelettierten Hammer, skelettierten Abzug inklusive einstellbarem Trigger-Stop, langer Beaver-Tail, 1911er typisch, Flügelsicherung, aber nicht beidseitig bedienbar, das ist keine Ambi-Sicherung und natürlich die 1911 typische Griffsicherung. So wie sie jetzt hier liegt im Moment, cocked and locked, also gespannt und gesichert, wird sie auch geführt, da es sich hierbei um eine reine Single-Action-Waffe handelt. Da selbst wenn diese Sicherung nicht eingelegt wäre, der Schuss nicht ausgelöst werden kann, bis hier nicht auch die Griffsicherung gedrückt wurde. Der Abzug ist knackig, hart, aber knackig. Aber auch der Reset kommt wunderbar kurz. Wir haben kaum Vorzugweg, ganz, ganz wenig. Läuft absolut wie eine Eins, dieses Teil. Hergestellt wird sie in den Philippinen von der Firma Armscore. Und wie bereits erwähnt, zugelassen für die Disziplin Police Pistol 4. Also, wie ich das sehe, ich habe aber hier jetzt auch keinen geeichten Kasten, passt sie ohne weiteres nicht in den Kasten rein und ist somit so out of the box nicht PP4 geeignet. Dazu müsste hier der Beaver Tail, was denke ich mal durch den Büchsenmacher relativ unproblematisch zu machen ist, der Beaver Tail etwas gekürzt werden, damit er tatsächlich in den Kasten reinpasst. Alles in allem eine sehr hochwertige Pistole, muss man ganz ehrlich sagen. Schießt sich, wie gesagt, absolut top. Macht richtig Spaß, das Ding zu schießen. Sehr weicher und managebarer Rückstoß. Preislich liegt die Armscore M1911 A1 Tactical in der Shooters Corner in Butzbach bei 826 Euro.
Jo. Jo. Achtung. Ja.